Games proudly presents Bunker 16. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, wollte ich sagen. Audio, mach mal nochmal ein bisschen leise. Sonst verstehe ich mein eigenes Wort nicht. Heute mal wieder zu Gast unser lieber Zorro. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich muss ein bisschen lauter reden, sonst hört dich das Mikrofon nicht. Das hört mich schon. Okay, ich würde sagen, natürlich heute auch wieder mit Facecam. Habe ich ganz vergessen. wir legen los. Ich versuche mich heute am Greenscreen, wie ihr hoffentlich nicht sehen könnt. Hoffentlich seht ihr keinen Hintergrund, denn ansonsten läuft irgendwas verkehrt. Und deswegen habe ich auch meinen hübschen roten Rotkäppchenmantel an. Ja, also ich gebe mir Mühe. Auch wenn mein Gesicht ein bisschen blau wirkt. So wie das von Panikbär. Also, los geht's, Freunde. Bunker 16, ein Indie-Game. Ich glaube sogar ein deutsches Spiel. Wir werden's erfahren. Ich traue mich nicht, auf Start zu klicken. Ich habe gehört, das soll ganz übel sein. Oh, Introduction. Eigentlich musst du ja übersetzen. Das ist fast deutsch. Also, dein Name, also mein Name, also unser Name, ist Peter Reed. You fled a thunderstorm and took shelter in a abundant bunker. As soon as you were inside, the door closed behind you. Also, wir sind von einem Donnersturm geflüchtet und haben Schutz in diesem Bunker gesucht. Und nachdem wir drin waren, ist leider Gottes die Tür hinter uns zugefallen. Wir haben eine Kopflampe, ein bisschen Essen und ein bisschen Wasser. Unser Ziel, findet einen Weg aus dem Bunker. Achtung, Batterien halten nicht ewig. Press E to continue. Na toll, WASD ist klar. You use the mouse to look around, also Maus zum Umschauen. Auf F die Kopflampe ein- und ausschalten. And to circle through the different mods. Ach so, wir können verschiedene Modi für die Taschenlampe wählen. Auf F. Und E benutzen wir Items. Achtung. Make sure to read all the notes. Versucht oder geht sicher, dass du alle Notizen liest. To open doors, you have to first open the handle. Was heißt das? Du musst wahrscheinlich erst so ein kleines Nebenziel erreichen und dann öffnet sie sich selber oder so. Okay. Wenn ich das jetzt richtig... Also um die Tür zu öffnen, müssen wir irgendwas erreichen. Und dann öffnet sie sich von selber. Vielleicht müssen wir einfach einen Schlüssel finden. Ja, also das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Spätze. Okay. Jetzt ist die Tür zugefallen. Wie gut, dass alle Notizen auf Englisch sind. Ich bin doch so ein Englisch-Freak, wisst ihr doch. Hallo? Hört ihr das? Ah! Okay. Okay. Das ist die Tür. Geht nicht auf. Okay, was ist jetzt, wenn wir nochmal F drücken? Alter! Scheinbar... Das ist ekelhaft. Scheinbar brauchen wir da weniger Batterie, wenn die so blinkt, die Lampe. Aber, nee, danke. Brauche ich nicht unbedingt. So, und wir sehen nichts. Man hat uns hier keinerlei Ressourcen hinterlassen. Kein Essen, kein Wasser. Oder? Nee. Ich kann das Wasser nicht einschalten. Okay, eine Dusche. Und direkt daneben eine Toilette. Alles klar. So ein bisschen Festival-Ausstattung hier. War da eine Tür? Lichtschalter. Switch on wollen wir natürlich. Okay. Aha, das hier ist der Nutzen.
sehr Englisch lesen. Abend des 1. November. Tagebuch von George Walker. I fled a storm and took shelter in this abandoned bunker, heißt es, glaube ich. As soon as I was inside, the door closed behind me. Now I can't open it. The door must have locked automatically when it closed. There's a keyhole in the door, but of course no key. Mach mal Licht aus, wenn wir das lesen. Also, auch George Walker ist vor einem Sturm geflohen in den Bunker. Und als er drin war, ist die Tür hinter ihm zugefallen. Die Tür kann nicht wieder geöffnet werden. Die muss sich wohl automatisch verschlossen haben, als sie geschlossen wurde. Oder als sie sich geschlossen hat. Es ist ein Schlüsselloch in der Tür, aber natürlich kein Schlüssel. Okay, so weit, so gut. Die Switch immer on. Und hier gibt es noch eine Tasse Kaffee. Aber sonst nichts. Und es macht mich ein bisschen nervös, Freunde, dass die Taschenlampe nicht ewig hält. Immer noch Abend, 1. November, Diary of George Walker. Verdammt. I'm supposed to attend a conf call at 10 p.m. I need to find a way out of here. Let's hope there is an emergency exit or a window that is large enough. A huge thank you to whoever invented the flashlight and batteries. Let's hope this place is not too big. Okay, verdammt. Ich hatte eine Telefonkonferenz oder sowas um 10 Uhr abends. Ich muss dringend einen Weg hier rausfinden. Ich hoffe, da ist irgendwo ein Notausgang oder ein Fenster, das groß genug ist. Ein großes Dankeschön an denjenigen, der die Taschenlampe und die Batterien erfunden hat. Ich hoffe, dieser Ort ist nicht so groß. Und ich hoffe, ich stelle mich nicht so blöd an beim Englisch vorlesen. Also hier alles angrabbeln. Noch eine Kaffeetasse und eine seltsame verschlossene Tür. Zorro hat auch schon gesagt, er will nachher auch mal spielen. Hat er das? Ja. Da ist das Licht ausgegangen. Ich hab Schiss. Klingt zwar bekloppt, weil überhaupt nichts passiert ist, aber ich hab Schiss. Alter, diese dünnen Gänge. Ich hab hier Platzangst. Was wahrscheinlich auch der Sinn der Sache ist. Nee, da ist noch eine Notiz. Gott sei Dank können wir die im Dunkeln lesen. Kurz vor Mitternacht, November, der 1. Hey, heute ist der 4. November. Das war erst vor 3 Tagen, Freunde. Tagebuch von George Walker. Hier ist kein Notausgang und auch keine Fenster. Das wäre auch zu einfach gewesen, oder? Ich habe angefangen, nach dem Schlüssel zu suchen, der die Haupttür öffnet. Ja, das ist super sinnvoll. Und das sieht aus wie Schießscharten oder sowas. Vielleicht einfach um für Belüftung zu sorgen oder wirklich zum Rausschießen, keine Ahnung. Ach je. Nach unten mag ich nicht. Freunde, nach unten ist mir gut. Riesengroße Lagune. Near Midnight, also kurz vor Mitternacht, 1. November, immer noch das Tagebuch von George Walker. Das lese ich jetzt mal nicht mehr vor. I've now searched for an hour or two, but I haven't been able to find the key yet. If I had a wrench, I could maybe remove the screws on the main door. Of course, I do not have a wrench with me. Who takes a wrench on a hike? Right? Was ist ein Wrench? Wrench. Ich
vielleicht Spitzhacke oder Brecheisen oder sowas. Irgendein Werkzeug. Ja, eine Spitzhacke, natürlich. Mit Spitzhacken, genau. Schrauben sind am besten mit Spitzhacken zu lösen, Freunde. Versucht's mal. Und wenn ihr irgendwo hingeht, nehmt immer eine mit. Ihr seht ja, ist notwendig. Also, ich habe jetzt schon eine oder zwei Stunden gesucht. Aber ich bin nicht imstande, einen Schlüssel zu finden. Also, ich habe ihn noch nicht gefunden. Wenn ich ein Werkzeug hätte, könnte ich vielleicht die Schrauben an der Haupttür öffnen. Aber natürlich, wer geht schon mit einem Werkzeug, zum Beispiel einem Schraubenzieher oder einer Spitzhacke, wandern? Richtig? Das steht da richtig. Also wer geht schon mit einem Schraubenzieher oder einer Spitzhacke wandern? Richtig? Irgendwie so. Guckt mich nicht so an, ich kann es nicht besser. Ich sehe das genau. Ich sehe eure Blicke. Und der eine, der da gerade lachend vom Stuhl gefallen ist, der soll bitte wieder aufstehen, weil wir gruseln uns hier. Ja? Auf Englisch gruseln wir uns hier. Na, Mitternacht, 1. November. I have no watch, but I assume that it is now almost midnight. A watch. I have missed the conf call. Damn. I am dead tired. I saw a couple of beds in one of the rooms. I'll take a nap there and continue searching for the key once I wake up. Also, ich habe keine Uhr, aber ich es muss kurz vor Mitternacht sein. Verdammt, ich habe den Konferenzanruf verpasst. Ich bin verdammt müde. Ich habe ein paar Betten gesehen in einem der Räume. Ich glaube, ich werde ein Nickerchen machen und anschließend nach dem Schlüssel weitersuchen, wenn ich wieder wach bin. Das war gut. Muss mich loben. Ich werde besser. Ja, Freunde, Outlast und Pineview Drive haben wir jetzt bis jetzt abgeschlossen. Also vor kurzem. Und ich habe mich jetzt entschlossen, jeden Mittwoch irgendwas Horrorlastiges rauszubringen. Wie zum Beispiel Bunker 16. Es kommen noch andere Videos. Ja, jeden Mittwoch, wie gesagt. Und wenn ich es schaffe, vielleicht auch mal zwischendrin als kleine Überraschung. Schauen wir mal. Als erstes würde ich sagen, gehen wir jetzt mal pennen. E drücken, um ein Nickerchen zu machen. Wie zu Hause auch. Der Schlacht. Wieder sägt, ne? Das ist kein Nickerchen, das ist Tiefschlafphase, Freunde. Wieso ist da ein Zettel? Ich glaube, es hackt. 2. November, von wegen Nickerchen. Die ganze Nacht durchgepennt hat er. Als ich aufwachte, hörte ich Geräusche von außerhalb meines Raumes. I hope that maybe someone had opened the main door and entered the bunker. Ich hoffe, jemand hat die Haupttür geöffnet und den Bunker betreten. As soon as I went outside my room, the noise were gone. The main door is still closed and there is no one around. Als ich aus dem Zimmer kam, waren die Geräusche verschwunden. Die Haupttür war immer noch zu und es war niemand zu sehen. Du, geh auf! Geh auf! Geh auf! Ich glaube, der will einen Schraubenschlüssel. Das sieht nach Schraubenschlüssel aus. Hast du einen dabei? Immer. Ja, dann her damit. Leute, die Kiste stand vorher noch da. Und der hier war vorher nicht da.
Hier hat jemand Zeug umgestellt. Die da war am Boden. Ich glaube, es hackt. Was geht hier ab? 2. November. Ich lese das mal wieder ganz auf Englisch und versuch's dann zu übersetzen. I have just realized that some of the crates are not in the same place as they were yesterday. It looks like someone has searched through them. Did someone enter the bunker while I was sleeping? Could they be still in here? If so, why are they so quiet? Are they hiding from me? I arm myself with a steel pipe and tell them to show themselves. Okay. Ich habe festgestellt, dass einige der Kisten nicht am selben Platz waren, an dem sie gestern standen. Habe ich ja auch gerade festgestellt. Es sieht aus, als hätte jemand sie herumgestellt oder durchsucht. Ist jemand reingekommen, während ich geschlafen habe? Können sie eventuell noch hier sein? Aber wieso sind sie so ruhig? Und warum verstecken sie sich vor mir? Ich habe mich selbst mit einem Stahlrohr bewaffnet. Willkommen zu Silent Hill. Und habe ihnen gesagt, dass sie rauskommen sollen und sich zeigen sollen. Hey Leute, ich habe echt Angst, wenn ich um so eine Ecke gehe, dass mich was anspringt. Dieses Spiel hat eine wahnsinnig beklemmende Atmosphäre. Spielt selber mal. Gibt's kostenlos runterzuladen. Man ist wahrscheinlich nur halb so lustig wie mir, aber Angst haben zuzuschauen. Und bei meinen verzweifelten Versuchen, Englisch zu sprechen, aber ist bestimmt auch ganz lustig. Of course, I didn't get an answer. Therefore, I went ahead and searched through the bunker again. They are not that many places where a person could be hiding in here, but I couldn't find anyone. Is it possible that they were leaving the bunker just when I woke up? Natürlich. Haben sie nicht geantwortet oder kam keine Antwort. Ich bin deshalb nochmal durch den ganzen Bunker gegangen und habe alles abgesucht. Hier gibt es nicht viele Orte, an denen sich Personen verstecken können. Aber ich habe niemanden gefunden. Wenn es möglich ist, ist es möglich, dass sie den Bunker verlassen haben, bevor ich aufgewacht bin? Schon erwähnt, dass ich Schiss habe. Hast du auch Angst? Ganz in mir. Nee, eigentlich bin ich. Ich bin nicht zu dicht, wenn ich weiß, dass ich nicht so. 2. November. Since I couldn't find anyone, I have decided to wait near the entrance for them to return. Armed with my steel pipe, I'm now sitting on the concrete floor. To save one battery power, I have put the last remaining fuse into the slot for the entrance and switched the light on. Seit ich niemanden finden konnte, habe ich mich entschieden, in der Nähe des Eingangs auf ihre Rückkehr zu warten. Mit meinem Stahlrohr bewaffnet sitze ich jetzt hier im besagten Flur oder Weg oder Gang. Um Batterie zu sparen. Hatte die letzte verbleibende Sicherung in den Schutz für Amazon da. Okay. Um Batterie zu sparen, habe ich die letzte verbleibende Sicherung in den Schacht oder Slot für den Eingang gewechselt und damit ich das Licht anmachen konnte. Es gibt eine Sicherung zum Licht anmachen, Freunde. Das finde ich super. Wenn man mir jetzt noch sagt, wo du bist. Gott mit uns. November. Ich warte schon seit 3 Stunden am Eingang, in der Nähe des Eingangs, aber nichts hat sich getan. Alles, was ich hören kann, ist der Klang des Regens. Während ich warte,
Während ich warte, habe ich angefangen, mich zu wundern, was ich hier eigentlich tue. Nein, was Sie hier eigentlich tun. Haben Sie nach etwas gesucht? Was heißt denn of value? Geht hier etwas Kriminelles vor, oder? I'll now get up and search through the bunker again. Maybe I missed something. Ich werde nochmal durch den Bunker gehen und schauen, ob etwas vermisst wird. Ihr etwas vermisst. Oder er übersehen hat. Ob sie etwas vermissen, oder? Nein, ob er selber etwas übersehen hat. Ach so, ob er was übersehen hat. Er geht also nochmal durch den Bunker und schaut, ob er was übersehen hat. Das machen wir auch gerade, Freunde. Alter! Mach doch so einen Scheiß nicht, 2. November. Nothing. There is nothing of value in here. Just empty crates and barrels. There are no key either. I guess there is nothing to do but wait until they return. I hope they are not criminal. What if they were hiding something in here and now that they have picked it up, they won't come back. Okay, nichts. Hier ist nichts von Interesse. Nur leere Kisten und Fässer. Und kein Schlüssel, immer noch nicht. Ich glaube, hier ist nichts. Oder there is nothing to do. But wait until they return. Ich glaube, ich kann nichts anderes tun, als zu warten, bis sie zurückkommen. Ich hoffe, das sind keine Kriminellen. Was ist, wenn sie hier etwas verstecken und versteckt haben und es jetzt geholt haben und nicht zurückkommen? Ja, Freunde, wir sind bei 22 Minuten Aufnahme. Ich muss hier einen Cut machen. Ich habe keine Wahl. Wir sehen uns gleich wieder. Nein, wir sehen uns eigentlich erst nächste Woche wieder. Ich schau mal, ob ich vielleicht am Wochenende noch Zeit finde, Bunker 16 oder Bunker 16 hochzuladen. Ich danke euch fürs Reinklicken. Bis bald.